Ja, hi, Ole, Ben hier. Du, mir ist gerade eben einfach so mein Schreibtischstuhl zusammengekracht und wollte dich mal fragen, ob du mir vielleicht aushelfen könntest. Hast du noch einen? Nicht? Naja, okay, schade. Ich habe versucht, einen gebraucht im Internet zu kriegen, aber leider nichts gefunden. Okay, dann muss ich mal gucken. Dank dir. Ciao. Ja, hi Ole, Ben hier. Du, mir ist gerade eben einfach so mein Schreibtischstuhl zusammengekracht. Könntest du mir da vielleicht aushelfen? Zweite Chance? Okay, was ist das? Ah, cool, okay. Ja, dann gehe ich da mal vorbei. Vielleicht finde ich da was. Dank dir. Ciao. Unser Beispiel zeigt, wie noch brauchbare Möbel vor der Zerstörung gerettet werden können. Die für diese Möbel verbrauchten Ressourcen können durch ein Konzept der Wiederverwendung effizienter genutzt werden. Auch das Darmstädter Entsorgungsunternehmen EAD hat das noch offene Potenzial des Sperrmülls erkannt. Wir besuchen den Sperrmüllexperten des EAD in Darmstadt. Möbelstücke zum Beispiel sollten nicht irgendwo verbrannt werden oder recycelt werden, sondern sollten nach Möglichkeit wiederverwendet werden. Das würde also dann dementsprechend die natürlichen Ressourcen schonen, das ist ganz klar. Möbel bestehen zum größten Teil aus Holz. Das heißt also, für jedes neue Möbelstück muss ein Baum gefällt werden. In Darmstadt fallen ca. 5000 Tonnen Sperrmüll pro Jahr an. Die entsorgten Möbel bestehen zu 70% aus Holz. Allein für den Holzanteil der Möbel müssen ca. 1300 Bäume gefällt werden. Das entspricht in etwa einer Waldfläche in der Größe von 4,5 Fußballfeldern. Um das Potenzial des Darmstädter Sperrmülls zu nutzen, muss die Entsorgung neu strukturiert werden. Hierfür haben wir uns ein geeignetes Konzept überlegt. Um Möbel über die klassische Sperrmüllabholung oder eine Entrümpelung entsorgen zu können, genügt ein Anruf beim Darmstädter Entsorgungsunternehmen EAD. Zum vereinbarten Termin kommen anders als bisher zwei Sperrmüllautos. Die Männer der EAD prüfen mit geschultem Auge, wie tauglich der Sperrmüll hinsichtlich einer Wiederverwendung ist und sortieren diesen entsprechend. In das eine Fahrzeug werden wie gehabt die unbrauchbaren Sperrmüllgegenstände geladen, gepresst und zur Entsorgung transportiert. Das neue Konzept beginnt mit dem zweiten Fahrzeug. Dieses nimmt die noch brauchbaren Gegenstände auf und bringt sie, je nach Zustand, direkt in den Verkaufsraum der zweiten Chance oder zur Aufbereitung in die dazugehörige Werkstatt. In der zweiten Chance haben Menschen die Möglichkeit, Einrichtungsgegenstände jeglicher Art günstig zu erwerben und ihnen so ein neues Zuhause zu geben. Durch dieses Konzept der Sperrmüllnutzung können viele Ressourcen geschont werden. Davon profitieren sowohl die Bewohner Darmstadts als auch die Umwelt. Ob diesem Konzept der Sperrmüllwiederverwendung rechtliche Hürden entgegenstehen, beantwortet uns der Darmstädter Abfallexperte Klaus Meyer. Rechtliche Hürden gibt es in dem Sinn nicht, weil das Kreislaufwirtschaftsgesetz vorschreibt, dass Abfälle möglichst wiederverwendet werden sollen. Der größte Teil der noch brauchbaren Möbel
kommt durch Entrümpelung bei Haushaltsauflösungen zusammen. Ja, also bis jetzt werden in Darmstadt die Entrümpelungen in den privaten Wohnhäusern hauptsächlich durch Entrümpelungsfirmen aus dem wirtschaftlichen, gewerblichen Sektor durchgeführt. Der ERD könnte sich grundsätzlich sowas auch vorstellen, weil wir damit auch unsere Arbeitsplätze sichern können und das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen können. In Hamburg wird ein solches Konzept bereits erfolgreich umgesetzt. Dort übernimmt die Stadtreinigung die Entrümpelung und Sortierung der noch brauchbaren Möbel. Hierdurch werden täglich 5 bis 6 LKW-Ladungen an Möbeln gerettet. Diese werden anschließend im Hamburger Gebrauchtwarenhaus namens Stilbruch zu erschwinglichen Preisen verkauft. Das Hamburger Modell ließe sich auch in Darmstadt gut umsetzen. Eine Kooperation zwischen der EAD und dem Kaufhaus der Gelegenheiten wäre zusätzlich denkbar.